Geek Talk, der europäische Tech Podcast. Ach, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 1. Juni 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1012. Und heute habe ich die folgenden Themen mit für euch dabei: Konzept, die, Poparazzi, Eigentor, Ophi, Oppo Watch 2, MWC, Netgear und das Hochregallager in Willisau. Und was es damit auf sich hat, ich beginne gleich mal. Am letzten, ich glaube, es war Donnerstag, war ja das Next Acer Event von logischerweise Acer und da haben sie diverse neue Produkte vorgestellt. Ich habe ja am Freitag war es glaube ich schon darüber berichtet. Eines, was ich da noch ausgelassen habe, möchte ich jetzt gerne noch nachreichen und das ist das Konzept D, welches in verschiedenen Versionen gibt. Das gibt es in einem Konzept D 3 Konzept D die 3SL und dann eine 5er-Version und eine 7SL-Version. Was ist das Ganze? Das ist potente Hardware in einem kompakten Format, was man nutzen kann als ja, Zeichentablet, als Computer, als Präsentationsmodus etc. Was ist das genau? Das ist ein Rechner, der darauf ausgelegt ist für Menschen, die viel mit 3D, 2D-Grafiken oder 4K-Videomaterial arbeiten müssen. Ein Produkt, was mich schon bei der Vorstellung im Jahre, ich glaube es war 2019 und dann zum ersten Mal gesehen, an der IFA 2019 sehr, sehr neugierig gemacht hat, aber ich bis jetzt noch nicht selber austesten konnte. Ich bin echt gespannt und hoffe, dass es dann mit der neuen Version, welche im Quartal 3 diesen Jahres auf den Markt kommt, vielleicht klappen könnte. Dann geht's weiter mit einem neuen Social Network. Ja, wir haben noch nicht genug davon. Wovon wir aber genug haben, sind Selfies. Das denkt zumindest der Entwickler oder die Entwickler hinter der App. Denn die App sperrt schon mal die Frontkamera. Hier bei Paparazzi geht es nicht darum, eigene Bilder von sich online zu stellen, sondern hier stellt man Bilder von seinen Freunden, Bekannten und anderen Menschen online und taggt sie dann und die Bilder tauchen dann auf dessen Profilseite auf. Sehr speziell. Aber interessant, was nicht so interessant sind, sind die Datenschutzgeschichten, die sie ziemlich ähm, ja, nicht einhalten, zumindest nicht nach DSGVO-Standard. Wir werden sicherlich an der kommenden Newsfolge vom Geek Talk ein bisschen genauer noch darüber sprechen, denn mit dem Achim zusammen habe ich das unter anderem ausgetestet und auch mit dem Mike, der es aber nicht aktiv nutzt und deshalb wird es schon sehr, aber dazu mehr in der Newsfolge dann im Ende, äh, was wir am Freitag haben. ja, am, am Wochenende wird das wahrscheinlich soweit sein dann hat ein Eigentor geschossen und zwar hat dies Intel. Die äh, schießen ja seitdem Apple den M1 vorgestellt hat in regelmäßigen Abständen gegen den Apple eigenen Prozessor. Hier kommen sie mit ihrem eigenen neuen 11. Generations Prozessor in der H-Version ähm, äh, wo sie eben in Richtung Apple schießen. Gut, man muss dazu sagen, die 11-Version vom, vom von den Intel-Prozessoren ist deutlich besser, was Energieeffizienz und auch teilweise Speed anbelangt, als die Vorgängermodelle. Das muss man ihnen lassen, aber gegen den M1 stinken sie halt leider immer noch ab. Ganz witzig, Intel hat verglichen, und zwar ein Windows-basierter PC und ein aktuelles Spiel mit einem MacBook. Doferweise hat Intel hier nicht ein M1 MacBook genommen, sondern ein normales MacBook auf, wer sich noch erinnern mag, Intel-Basis. Und somit haben sie eigentlich nur eins bewiesen, dass der neue 11-Generation Intel-Prozessor besser ist als der ältere. Na dann, super Intel. Ich mag euch ja, aber sehr speziell. Dann bei Ofi, Ofi oder wie man die auch immer ausspricht, gibt es eine unschöne Sicherheitslücke. Wer solch eines sein eigen nennt, sollte das Ganze ein bisschen genauer anschauen. Denn ja, was ist möglich? Man konnte ähm, die Videofeeds von anderen Nutzern anschauen. Und das ist natürlich ziemlich, ziemlich unschön. Ähm, verdeutlicht aber wieder mal, dass eben solche Smart Home Gadgets. Insbesondere vor allem Kameralösungen, nach Hause telefonieren, irgendwo auf einem Server von einem Hersteller liegen und somit natürlich anfällig sind für solche Fehler. Und schön ist, dass das nicht das erste Mal passiert ist. Betroffen ist nicht Europa, sondern USA, Kanada, Mexiko, Kuba, Neuseeland, Australien und Argentinien. Aber das macht es nicht besser. Ähm Somit, ähm, ja, äh, Apple HomeKit Video ist einfach keine doofe Idee. HomeKit Secure Video, wie es auch immer wieder heißt. Genau. Dann gibt es neue Spekulationen. Ihr wisst, ich mache es selten, aber heute tue ich es wieder mal. Es scheint, als würde nächstens eine neue Oppo Watch auf den Markt kommen. Mich hat es ja schon gewundert, dass Google beim Neustar, Neustart von Wear, Wear OS, Android Watch OS, «Wear» heißt ja neu nur noch, nur eine Kooperation neben dem aufgekauften Fitbit logischerweise mit Samsung eingeläutet hat und da nicht gleich mehr Firmen mit ins Boot genommen hat. Anscheinend soll aber das neue Wearable auch mit dem neuen Google-Betriebssystem auf den Markt kommen. Die erste Version kam ja im letzten, ich glaube war August oder Mitte des Jahres circa, auf den Markt und kam damals mit dem 3100er von Qualcomm auf den Markt, ein doch sehr, sehr alter Prozessor. Mittlerweile oder knapp einen Monat später gab es ja dann den Snapdragon 4100er, nicht viel schneller, nicht viel besser, aber immerhin besser. Und der soll jetzt da in diesem neuen Gerät drin sein. Weiterhin sollen zwei Versionen erhältlich sein. Alles andere werden wir sehen, wenn es dann soweit ist. Ich bin gespannt. Als großer Fan von Wearables und Smartwatches werde ich vielleicht dann auch wieder mal einen Blick drauf werfen. Dann gibt es Neuigkeiten zum Mobile World Congress in Barcelona, dem MWC, welcher im Ende Juni, Anfangs Juli stattfinden sollte, wird oder eben vielleicht auch nicht. Denn nach Lenovo, Google, Xiaomi, Samsung, Ericsson und Nokia hat jetzt auch noch die Deutsche Telekom abgesagt. Wir dürfen gespannt bleiben. Dann gibt es Neuigkeiten von NetGear. Ihr Orbi-System, das ist die Mesh-Geschichte, welche Sie haben mit Ihren Routen und Satelliten, gibt es neu in der Wi-Fi 6 Mini-Version. Was das Ganze kann oder auch nicht, das könnt ihr sicherlich bald irgendwo in einem eurer favorisierten Blogs nachlesen und da dann die ersten Testberichte dazu sehen. Dann gibt es endlich schöne, tolle Neuigkeiten aus Willisau. Wer sich jetzt fragt, wo Willisau liegt und was das jetzt ist. Das liegt in der Schweiz und da ist das Lager von Brack, da wo ich gerne und fleißig meine Gadgets und auch andere Geschichten bestelle. Und das war ja eine lange Geschichte mit den neuen Hochregallagern, die sie haben bauen wollen und dann Verzögerung etc. Das hat sich ja nun endlich gekehrt. Seit ein paar Monaten ist man da fleißig am Bauen und heute, also vor zwei, drei Tagen, wurde das Ganze endlich eingeweiht und das erste Schaut euch am besten den Film gleich selber an. Palette hat dann den Weg durch das automatisierte Hochregallager. 35 Meter, wenn ich es noch genau im Kopf habe. Und irgendwie, ich bin nicht mehr sicher, 27.000. Äh, extrem viele Palettes haben da Platz. Ja, ich freue mich schon auf meine erste Bestellung, die dann aus diesem Regallager kommt. Obwohl, da werden ja die Dinge zwischengelagert. Aber auf jeden Fall, es gibt mehr Gadgets würde ich doch sagen Gratulation an Brack und ja das war's dann auch mit den heutigen Neuigkeiten die ich für euch hatte ähm, wenn ihr mögt gerne in der nächsten Folge wieder morgen ist ja noch mal ein Tag und dann kommt schon wieder ein Feiertag äh, ja wir werden sehen je nachdem wir hören uns bald wieder euer Pokipsi habt einen schönen Tag tschüss hört mehr Geek Talk